Hallo, ich bin heute in der Lübecker Synagoge. Es ist heute ein toller Tag. Die Sanierung der Bauarbeiten sind gesichert und ich habe Herrn Schröder-Berkentin an meiner Seite. Er ist Architekt und leitet hier das Bauvorhaben, die Sanierung der Synagoge. Und ja, Herr Schröder-Berkentin, wie schätzen Sie das ein? Werden wir mit den Bauarbeiten fertig werden? Und welche Erwartungen haben Sie an die Politik und insbesondere an die SPD? Also ich glaube ganz sicher, dass wir mit den Bauarbeiten fertig werden. Wir haben heute auch verkündet, dass das spätestens im Sommer 2019 der Fall sein wird. Mhm. Da wollen wir die Synagoge gerne feierlich überreichen, übergeben an die Gemeinde, an den Bauherrn. Und die Erwartung, meine Erwartung an die Politik ist, dass sie meine Bauherren also auch weiterhin so positiv sieht, wie sie es bisher getan hat. Mhm. Und Gemeinde auch in ihrer neu erfundenen, wiedergefundenen Lebensfreude, Daseinsfreude in Deutschland begleitet. Natürlich auch mit den Gefährdungen, denen sie ausgesetzt ja. ist, die gesellschaftlich bedingt sind. Ja, also und von der SPD, da kann ich jetzt einfach nur ganz besonders sagen, meine Erwartungen sind in die Richtung SPD nicht besonders viel höher, weil die SPD bisher diejenige war, die das hier unter ihrer Leitung insbesondere auch federführend betrieben hat, die Sanierung, ja. die Förderung der Sanierung, ja. wofür die Gemeinde sehr dankbar ist. Ja, das muss man sehen. Das war nicht immer so leicht, die Finanzierung sicherzustellen, was man sich eigentlich nicht vorstellen kann, weil ich denke, die jüdische Gemeinde hat ein Anrecht darauf, dass das auch hier wieder in guten Zustand versetzt wird, die Synagoge. Das ist ja die einzige, die in Schleswig-Holstein erhalten geblieben ist. Und wenn man so bedenkt, wie es noch vor Jahren hier aussah, das ist wirklich beschämend, kann das man war beschämend. Sagen. Das, sie ist ja auch zum Teil sag ich mal, gesperrt worden, stillgelegt worden, weil sie einbruchgefährdet war. Also diese Zustände sind übrigens mittlerweile auch alle beseitigt. Ja. Das ist schon erledigt. Also jetzt gehen wir den letzten Bauabschnitt und wollen dann also die Ausbauarbeiten durchführen. Dafür brauchen wir auch noch mal 2 Jahre. Ja, also ich danke Ihnen herzlich, wünsche Ihnen auch weiterhin eine gute Hand bei den Sanierungsarbeiten. Es ist ja noch eine Menge zu tun. Ja. Im Moment feiert die Synagoge, die jüdische Gemeinde ihren Gottesdienst noch im Keller, muss man sagen. Es ist auch sehr grenzwertig und ich hoffe, dass es dann sehr schnell gelingt, dass wir auch hier die Räumlichkeiten so fertigstellen können, dass auch hier wieder Gottesdienst abgehalten werden kann und dass wir dann gemeinsam dann 2019 dann die Einweihung feiern. Ganz genau. Herzlichen Dank. Tschüss. Sehr gerne. Tschüss.